Hallo, guten Tag, liebe Motorsportfreunde, und herzlich willkommen an diesem Sonntagabend zu unserem ersten Vlog-Video. Eigentlich wollte ich eine andere Ansprache machen. Ein Schluck Kaffee muss auch sein. Eine andere Ansprache machen, aber leider ist das Auto von mir ein wenig laut. Deswegen ist die Ansprache bzw. das Intro, was ich im Auto gemacht habe, nicht zu gebrauchen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber. Nichtsdestotrotz liefern wir euch heute ein paar Bilder von den letzten zwei Rennen, wo wir als Team ansässig waren, beziehungsweise jetzt hier in Essen die ersten Bilder. Da bin ich wieder als Gaststarter bei KO Racing Team am Start. Und es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Hier sieht man schon, sitze ich jetzt schon im Kart, also wir haben gerade einen Kartwechsel. Beziehungsweise der Kartwechsel kommt jetzt noch. Wir hatten gerade einen Fahrerwechsel, so muss ich sagen. Bin den Mittelstand gefahren. Und ja, ich komme jetzt direkt wieder in die Box zum Kartwechsel. Muss man dann einmal hier den schönen Knopf drücken. Und dann einmal hier registrieren. Jetzt sieht man da die Kartnummer 24. Und jetzt gehen 60 Sekunden los zum Kartwechsel. Da habe ich ihn dann noch angeschubst. Sag noch Entschuldigung. Und dann sagt er, war eh mit Absicht. Karten und Kart, ja, das heißt das Board, die Nummernzahl tauschen, das Gewicht mitnehmen und jetzt den Transponder, das ist für mich immer ein Graus. Ich habe da immer Schiss, dass ich das Ding verliere, weil wenn man die nicht richtig draufsteckt, da sind so zwei Laschen dran. Und dann sieht man auch, dass ich Probleme habe, weil ich den nicht in die erste Lasche kriege. Und so dann muss ich da mit zwei Händen und dann noch den Handschuh an, da den Transponder irgendwie drauf fummeln. Und das ist schon sehr, sehr schwierig teilweise. Kartwechsel mache ich aber ehrlich gesagt nicht so gerne, obwohl ich das jetzt drin habe. Ich habe jetzt nur 11 Sekunden, sitze gerade drauf und stelle mir jetzt noch den Sitz ein. Man sieht es jetzt da oben links in der Ecke, Kart 24, läuft die Zeit runter. Und ich nehme mir das Kart 25 schon. Und ich fahre wieder auf die Strecke. Und wir fahren jetzt einmal kurz mit. Ja, da überrunden mich gleich zwei. Also das Level da, ich habe es glaube ich schon mehrmals in Videos vorher gesagt, ist einfach brachial. Also wenn man denkt, man hat eine saubere Runde, ist man trotzdem noch bei 2 Minuten und die anderen fahren dann 1 Minute 85, ich meine gesagt 58. Die schnellste Rundenzeit war eine Minute 56,5, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte sogar noch mal 2 Zehntel schneller gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das heißt, die fahren nochmal 3 Sekunden schneller als das, was ich hier fahre. Und ja, also es gibt eigentlich für mich zwei Sachen, die ich jetzt aus diesem Rennen mitnehmen kann. Einmal, dass hier draußen das Rennen mir nicht so liegt. Obwohl wir sind jetzt heute, beziehungsweise an dem Rennen, gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Wir überlegen. Ne, mit dem Uhrzeigersinn. Das letzte Rennen war gegen den Uhrzeigersinn. Und gegen den Uhrzeigersinn liegt mir nicht so. Mit dem Uhrzeigersinn ist die Strecke ein bisschen flüssiger und das kommt mir meinem Fahrstil ein bisschen mehr entgegen. Die ganze Runde ist wie gesagt 2 Minuten. Wir gehen jetzt gleich mal in einen Zweikampf mit meinem Teamkollegen. Da vorne sieht man ihn schon. Das ist der mit dem blauen Red Bull Helm und dem blauen Overall. Der ist eigentlich ungefähr gleich schnell wie ich. Aber der hatte ziemlich Probleme mit der Strecke an dem Tag. Sodass ich auf ihn aufholen konnte. Also der ist beim KO Racing Team gefahren und wir waren KO Racing Junioren. Und man sieht auch hier, er macht noch ziemlich viele Fehler in den Kurven. Ich bin jetzt auch, man sieht es, also ich hole ja in deren Schritten auf. Und dieser Teil der Strecke passt mir eigentlich vom Fahrerischen her besser als der andere. Also, die Bahn in Essen, es sind zwei Zonen unterteilt: einmal die rote Bahn und einmal die gelbe. Man sieht das hier auch, hier sind die ganzen roten Markierungen. Und jetzt kommen wir in die gelben Markierungen. Das hier ist die gelbe Bahn. Also, ihr könntet theoretisch zwei Bahnen fahren und dann halt noch den Außenteil dazu, den ihr ja gerade schon kurz gesehen habt. Und innen, das passt mir eigentlich schon ganz gut. Wo ich noch ein bisschen Problem habe, ist diese Kurvenkombination hier. Da bin ich am Exit immer ein bisschen langsam, weil ich da ins Rutschen komme. Und das kostet auf jeden Fall Zeit. Und na, das hier passt eigentlich auch. Da bin ich aber auch noch
immer ein bisschen am Rutschen. Also das muss ich wirklich noch lernen, dass ich nicht so viel rutsche, sondern wirklich an den Grenzbereich rangehe und dann den maximalen Grip ausnutze. Und die hier finde ich auch extrem schwer, weil man da eigentlich mit mehr Speed durch kann, als man denkt. Und man fährt ja im Prinzip auf den Pfeiler zu und das ist schon recht schwierig. Was man hier sieht, ich glaube, dass man den Außenteil ziemlich eng fahren muss. Aber das ist, wie gesagt, das kommt mir meinem Fahrstil nicht so entgegen. Das ist für mich so ein bisschen, ja, ich brauche eigentlich eine Strecke, wo ich flüssig mich in die Kurven legen kann. Und das habe ich hier außen einfach nicht. Da sieht man auch schon, dass er an dieser Stelle ziemlich weit rauskommt. Also das habe ich jetzt innerhalb von einer Runde aufgeholt. War schon, also zu dem Zeitpunkt, für mich endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis auf der Bahn, weil man wird sonst eigentlich, wie gesagt, nur überrundet. Da ist ja ein Level, was da an den Tag gelegt wird, da träumt man nachts von. Wie gesagt, also den Streckenteil hier, der passt mir eigentlich schon ganz gut. Da treffe ich auch die Punkte eigentlich schon recht gut. Hier vielleicht noch ein bisschen weit von der Bande weg, aber da sieht man auch schon, dass er die Linie falsch wählt. Ich hole hier auf. Ich habe vorher auf der Kurve, auf der kurzen Gerade aufgeholt. Hier auch, da kommt er ein bisschen zu weit raus. Und jetzt auf der langen Bahn ebenso, da kommt er ins Rutschen. Wäre ich da früher auf dem Gas gewesen, wäre eventuell schon hier ein Angriff möglich gewesen. Was ich mich jetzt im Video, die ganze, wo ich das nochmal angeschaut habe, ob man diese Kurve Vollgas nehmen kann, das habe ich mich im Rennen jetzt nicht getraut, aber ich glaube, das ist wohl möglich. Und hier kommt er dann auch zu weit raus. Also er fährt auf jeden Fall noch einen zu weiten Bogen. Da sieht man auf jeden Fall, wo er Zeit verliert. Das wiederum macht er gar nicht mal so schlecht. Aber er ist trotzdem dann noch zu weit von der Bande weg. Das treffe ich eigentlich besser zu dem Zeitpunkt. Ja, und hier hat er einen besseren Exit als ich. Kann direkt ein paar Meter gewinnen. Und wieder hier meine... Ja. Das ist so ein bisschen eine Mutkurve, wenn man wirklich am Ausgang dann auf den Pfeiler zufährt. Und das ist dann so eine kleine Blockade im Kopf, die man noch hat. Und da sieht man schon die türkisen Overalls von Daytona. Der Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber die sind verdammt schnell, die Jungs. Also wenn man die im Anführungsstrichen Rückspiegel hat, dann kann man besser gleich an der Seite fahren. Und hier macht er jetzt einen Fehler, rutscht leicht weg und ich kann mich daneben setzen, weil ich besser rauskomme. Und jetzt kommt ja sowieso mein Teil, wo ich, jetzt sage ich ihm noch, komm, bleib dran, wir ziehen jetzt zusammen ein bisschen durch, weil er ja eigentlich genauso schnell ist wie ich. Also wir sind im Junior-Team eigentlich, wie unser Teamchef immer sagt, alle gleich scheiße. Aber ja, also auf dieser Strecke, das ist echt schon tricky, man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen, über 2 Minuten, wenn man jetzt in jeder Kurve 2 Zehntel verliert, und das sind ja ein paar, dann... Ja, summiert sich das halt auf eine Runde und dann hat man halt am Ende 3 Sekunden Rückstand. Jetzt kommen wir nochmal zum Kartwechsel und dann war es das auch schon mit Daytona, weil viel mehr ist da leider nicht passiert in der Stunde, wo ich gefahren bin. Leider Gottes. Hier wieder anmelden. Da hat man jetzt rechts gesehen im Roten, dass die Kartnummer 24. Zahlen mitnehmen, Gewicht mitnehmen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen viel Gewicht dabei. Ich habe ein bisschen zugenommen, leider Gottes. Und so komme ich dann auf knapp 87 Kilo. Muss mal wieder ein bisschen abnehmen, damit das mit den 10 Kilo auch genau passt. Den Transponder wieder mitnehmen. Was man sagen kann, also man muss sich ziemlich schnell umgewöhnen, weil das eine Kart hatte ziemlich untersteuern. Und dieses Kart, was ich jetzt habe, hat ziemlich übersteuern. Und ich stelle mir jetzt den Sitz ein. Dann sitze ich gleich noch zu nah am Lenkrad. Man sieht jetzt auch, man hat in den 60 Sekunden genügend Zeit, wenn man das ein bisschen trainiert hat. Also ich hatte jetzt noch 20 Sekunden, wo ich da stehen musste. Man sieht das jetzt rechts. Es läuft die Zeit weiter runter. Und auf der Geraden, man sieht das hier im Video nicht so gut, will ich mir den Sitz nochmal einstellen und dann rutscht der Sitz komplett nach hinten und ich musste die ganze Zeit mit ausgestreckten Armen fahren. Obwohl mir das fast sogar besser gefallen hat. Aber ich versuche dann noch verzweifelt den Sitz wieder irgendwie einzustellen, aber es hat dann nicht geklappt. Es ist aber schon tricky, sich schnell an das neue Kart zu gewöhnen, also das habe ich schon gemerkt. Das muss ich auf jeden Fall noch trainieren und halt den Kurvenausgang, dass ich da nicht zu sehr ins Rutschen komme.
und dann so schnell wie möglich den Anschluss an das hintere Feld der Division 2 am 3-Stunden-Rennen zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch hinkriege. Wird aber schwierig. Aber mal schauen, was da noch kommt. Ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen. So, dann kommen wir jetzt nach zu, wie auch immer, Osnabrück. Das erste Mal E-Kart fahren, das ist schon eine interessante Nummer da. Auch sehr nettes Personal und auch die Leute, mit denen wir da gefahren sind, war sehr, sehr spannend. Wir sind auch mit Gewichtsausgleich gefahren. Man sieht das hier jetzt, allerdings kann man das nicht so fein justieren wie bei den anderen Verbrenner-Karts. Also das sind jetzt 5 Kilo, die wir da einpacken mussten. Das natürlich bei den Verbrenner-Karts kann man 2,5 Kilo justieren und hier halt nur 5 Kilo Schritte. Man muss die Karts dann selber anmachen und dann geht's auch schon los. Vor mir ist Bernd, zu sehen an der schicken Lackierung, also an dieser Stelle sieht ziemlich cool aus. Was man zu den E-Karts sagen muss, also die haben das so eingestellt, dass wenn man vom Gas geht, direkt eine Verzögerung eintritt und das, darum muss man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen, weil das doch ein Unterschied ist zum Verbrenner. Und man hat das Problem beim Verbrenner, ja, beim Verbrenner ist es kein Problem, weil man hört einfach, wenn die Drehzahl in den Keller geht und dann weiß man, okay, die Kurve war scheiße. Das hat man hier nicht. Man hört halt nur quietschen. Und ja, wie gesagt, da muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist schon eine Umgewöhnung, die man da auf jeden Fall hat. Und Bernd findet sich da immer schneller zurecht. Auch in Oldenzahl, wo wir jetzt nächste Woche wieder fahren, da werde ich auch ein paar Videoaufnahmen machen. Da hat er sich auch ein bisschen schneller zurechtgefunden, als ich es getan habe. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da nächste Woche ein gutes Resultat in der oberen Tabellenhälfte abliefern können. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Wir sind dieses Mal in der Division 3 angemeldet. Jetzt musste ich hier einen vorbeilassen, beziehungsweise ich habe hier vorbeigelassen, weil ich dachte, er wäre schneller. Allerdings war dem nicht so. Der ist die Linie genauso beschissen gefahren wie ich. Beziehungsweise Linie, es geht eigentlich, weil, wie gesagt, man muss sich an dieses stoppt direkt, wenn man vom Gas geht, erst gewöhnen. Man sieht das auch, wie ich immer mit dem Gas pumpe. Das sollte ich vielleicht beim nächsten Mal dann auch ein bisschen weglassen. Dieser Streckenteil ist ziemlich tricky, macht aber eigentlich ziemlich Spaß. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich eigentlich mehr für dieses Smooth-Fahren bin. Das ist dieser Streckenteil natürlich nicht. Jetzt habe ich das Problem, es gibt einen Booster bei den E-Karts. Und den drückt man eigentlich hier auf einer schnellen Runde. Und jetzt hat er den Booster natürlich berghoch gedrückt und ich krebs da rum. Wenn man auf eine schnelle Runde geht, drückt man den Booster aber einmal berghoch und einmal auf die Start- und Zielgerade. Das habe ich gerade gemacht. Das ist, muss man ein bisschen koordinieren. Das wäre allerdings die schnellste Variante. Natürlich hat man dann alle den Booster halt nicht. Die Strecke nach oben und so verliert man dann natürlich viel Zeit. Und man sieht das auch hier, dass er die Linie auch noch nicht so gut trifft. Jetzt habe ich mich auch noch erschrocken. Jetzt kriegt er aber gleich blaue Flagge. Keine Ahnung warum, ich habe ihn ja vorbeigelassen. Aber gut, das sagt er später dann auch, warum habe ich dann auf einmal blaue Flagge gekriegt, weil wir waren eigentlich ungefähr gleich schnell. Beziehungsweise gleich langsam, je nachdem wie man es sieht. Und ja, das war's vom Qualifying. Im Rennen ist eigentlich auch nicht so viel Spannendes bei mir passiert. Außer das hier, man achtet jetzt auf den kleinen Jungen. Und die Ampel, und der gibt viel zu früh Gas. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, die Ampel geht das Grünlicht komplett aus. Und er lässt sich jetzt hier auch abschießen. Man sieht es jetzt hier an der Seite. Zu meinem Vorteil, ich habe dadurch natürlich ziemliches Glück und kann dann links vorbeigehen. Ich habe ausnahmsweise mal die richtige Linie gewählt. Das hatte ich beim KWO Cup nicht. Genauso wie in Kirchlengern, wo ich eigentlich auch ein paar Aufnahmen machen wollte, wo dann die Fotofunktion meiner GoPro an war, wo ich dann 1000 Fotos auf einmal hatte und nicht ein Video, da hatte ich auch einmal die falsche Linie. Da bin ich irgendwie prädestiniert für, dass ich da dann nicht konsequent, beziehungsweise ich nehme konsequent einfach den falschen Weg. So kann man es auch sagen. Ja, und dann ist eigentlich nicht mehr viel passiert bei mir. Jetzt kommt gleich noch einmal einer von hinten, der da den Jungen, beziehungsweise der Junge hat ihn abgeschossen, je nachdem wie man es nimmt, weil er hat ihn ja einfach den Weg zugemacht. Da muss der Junge eigentlich Platz lassen.
Aber gut, er ist noch jung, das lernt er noch. Sieht man hier kurz. Jetzt fahre ich hier einen zu weiten Weg nach außen, dann kann er innen reinziehen, weil er viel besser rauskommt. Also man sieht schon, dass er das besser im Griff hat als ich. Und man sieht da ziemlich viel, er fährt auch ein bisschen enger als ich. Und da ist das Rennen schon vorbei. Wie gesagt, da ist ja nicht mehr viel passiert bei mir. Da kann ich nicht mehr viel zusammenschneiden. Ja. Ich hoffe, dass es beim KWO Cup besser ist, weil da gibt es immer schöne Zweikämpfe. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird auf jeden Fall spannend. Das war zumindest beim letzten Mal so. Und ich denke, dass wir dann Samstag auch wieder spannende Sachen zum Schneiden kriegen. Was ich ziemlich cool finde, man hat die Zwischenzeit da und man hat eigentlich gar keine Zeit, da drauf zu gucken. Der Monitor hängt da ein bisschen blöd eigentlich, weil der im Kurveneingang hängt. Aber gut, jetzt passiert mir noch ein kleines Missgeschick. Jetzt fahre ich nicht hier rechts in die Boxengasse, sondern auf die Startzielgerade, weil ich dachte, ich muss da in den Dings fahren. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Das Tolle ist aber, man hat einen Rückwärtsgang und kann dann rückwärts in die Box fahren, beziehungsweise rückwärts fahren und dann geradeaus in die Box. Spannende Angelegenheit. Ja, das war das Facebook-Rennen in Osnabrück. Eine ziemlich spannende Geschichte, also kann ich nur empfehlen, mal EK zu fahren. Die haben da montags auch mal ein Angebot, ich glaube 60 Euro All You Can Drive. Also da kann man dann, wenn man es gut hinkriegt, 15 Runden fahren. Das ist natürlich schon eine Nummer. Jetzt haben wir hier noch eine kleine kleinen Zwischenfall, der ist im zweiten Rennen passiert, haben sich gegenseitig abgeschossen. Hier sehen wir Bernd. Mit diesen Bildern will ich mich verabschieden vom ersten Vlog. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Ciao, ciao!